Ja. Herr Heir, am Telefon ist mir auch noch weg. Ich rufe Sie aus globalen Finanzmarkt an. Wie geht es Ihnen? Ja, prima. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Tja, heute, ihr habt es schon gehört, geht's wieder weiter mit der Trading-Abzocke. Wir haben wieder eine ganz nette, tolle, super deutsch sprechende Mitarbeiterin am Telefon, die uns wieder irgendeinen tollen Trading-Crutch andrehen will. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Sie haben Interesse an Bitcoin gezeigt, ja, aber haben Sie noch nicht die Aktivierung gemacht? Hallo, sind Sie da? Ja, ich bin da. Hallo? Ja, hallo. Aha. Wissen Sie, wie das funktioniert? Nee. Wie können Sie bitte? Nee. Nee? Ach, ich werde Ihnen alles erklären. Wir sind ein internationaler Unternehmen. Mit uns können Sie Gewinne haben, ja? Aber zuerst sollen Sie Ihr Konto aktivieren. Dann werden Sie mit Robot oder mit Finanzberater arbeiten, ja? Aha. Unser Robot arbeitet mit künstlicher Intelligenz. So alle Berechnungen sind minimalist, ja? Aha. Wir haben drei Beträge. Die erste ist 250, die zweite Standardkonto kostet 500 und die dritte ist 1000, ja? Tja, also hier haben wir wieder eine von den ganz Wahnsinnigen am Telefon. Deutsch quasi nicht vorhanden, also schwer zu verstehen. Ich meine, es geht noch, hatten wir schon schlimmer, aber trotzdem. Und vor allem das allererste, was sie wieder interessiert, welches Paket man denn jetzt hier nun ausgeben möchte. 250, 500 oder 1000. Dass das wieder keins von den seriösen Unternehmen sein kann, das hört man, glaube ich, hier schon wieder in den ersten Sekunden des Gesprächs. Hallo, hören Sie mich? Ja. Aha, mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Welcher ist denn da gut? Wie bitte? Na, welcher Betrag ist denn gut? Der beste Betrag ist 500, ja, wissen Sie. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder nein? Nee. Aha, sehr gut. Mit 500 werden Sie ein Finanzberater als auch ein Robot bekommen, ja? So, mit Robot können Sie auch ein App benutzen. In App können Sie alles sehen, ja? Ihre Statistik, Ihre Gewinne, ja? Warum ist das gut, wenn ich keine Ahnung habe? Wie bitte? Warum ist das gut, wenn ich keine Ahnung habe? Sie werden auch einen eigenen Finanzberater haben. So, unser Finanzberater wird alles erklären, ja? Sie werden auch eine Ausbildung machen, ja, in diesem Bereich. So, Sie können eine günstige Investition machen, ja, und Geld gewinnen. Das ist sehr wichtig. Warum ist das gut, wenn ich keine Ahnung habe? Weil Sie werden alles kennen, ja? Und warum ist das gut, wenn ich Okay. keine Ahnung habe? Warten, ich warte mein, ge gebe meinen Anruf unserem Finanzberater, ja? Ja, und warum ist das gut, wenn ich keine Ahnung habe? Okay. Hallöchen, guten Tag. Ja. Lieber Herr Häuschen-Löpfchen, hier spricht Leonie Wagner, also die Managerin von dieser Plattform, sozusagen. Lieber Herr Henry, Sie haben eine Frage gestellt, warum ist das super, dass Sie Anfänger sind, ja? Für die Anfänger gibt es in unserer Plattform verschiedene Möglichkeiten, beziehungsweise wenn Sie die Einzahlung oder Aktivierung Ihres Handelskontos tätigen, bekommen Sie von unserem Unternehmen Bonusgeld. Bonusgeld bekommen nur die Kunden, die das erste Mal die Einzahlung machen, okay? Über die Beträge. Bei uns funktionieren drei Beträge: 250 Euro, 500 Euro und 1000 Euro. Für die Anfänger, also bei 250 Euro, bekommen Sie 50 Euro Bonusgeld. Beim 500 Euro bekommen Sie 150 Euro Bonusgeld und bei 1000 Euro 300 Euro Bonusgeld.
Überhaupt die Kunden, die als VIP-Kunde also vertreten wollen, fangen mit 400 Euro an. Aber da sie auch Anfänger sind, können sie natürlich auch mit 250 Euro ausprobieren. Es ist ihre Entscheidung. Okay, Herr Henry? Mhm. Haben Sie andere Fragen? Bis jetzt nicht. Okay, sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag wollen Sie Handelskonto aktivieren? Mit 250 oder mit 500? Welcher Betrag ist denn da der bessere? Es ist Ihre Entscheidung. Natürlich, wie viel Sie investieren, so viel Profit Sie bekommen. Natürlich, die Kunden, die mit 500 Euro anfangen, bekommen viel mehr Profit als die Kunden, die mit 250 Euro anfangen, ja? Da Sie auch bei 500 Euro 150 Euro Bonusgeld kriegen. Und in diesem Fall werden Sie in Ihrem Konto 650 Euro Balance haben. Achso, ja, dann nehme ich das Bessere. Das ist Bessere, super. Lieber Herr Henry, als Managerin aus der Finanzabteilung werde ich Ihnen bei der Aktivierung und bei der Einzahlung helfen, okay? Sagen Sie mir zuerst bitte, was für Zahlungsmethode benutzen Sie? Haben Sie Visa oder Masterkarte? Ja. Welche ist das, Visa oder Master? Ja. Ne, ich meine, welche ist konkret? Visa-Karte oder Master? Ja, beide. Beides haben Sie, okay. Jetzt, wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich Ihnen das Link, Ihr Handelskonto mit einmaligem Passwort schicken. Und dort werden Sie natürlich mit Mastercard oder mit Visa-Karte tätigen, okay? Aha. Sagen Sie mir bitte, haben Sie WhatsApp unter gleicher Nummer? Nee. Nee, mit welcher Nummer benutzen Sie WhatsApp? Mit einer anderen. Können Sie bitte mir Ihre WhatsApp-Nummer sagen? Ich werde das Link bzw. Ihr Handelskonto mit Zugangsdaten schicken, okay? Nee. Okay, wollen Sie das mit E-Mail-Adresse? Ja. Okay, dann öffnen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Also, ich soll das Postfach aufmachen, meinen Sie? Wie bitte? Sie meinen, ich soll das Postfach aufmachen. Oder was meinen Sie? Weil eine E-Mail-Adresse kann man ja nicht öffnen. Warum? Öffnen Sie Ihre normale E-Mail-Adresse. Ja, aber ich werde eine Nachricht schicken. Und wie macht man das? Wie ist, öffnet man überhaupt, Herr Henry, E-Mail-Adresse? Wissen Sie das nicht? Nee, weil ich logge mich ein. Ich öffne die nicht. Wie macht man das mit dem Öffnen? Das ist das Gleiche. Sie sagen einfach anderes Wort, okay? Okay, loggen Sie sich in Ihrer E-Mail-Adresse an, okay? Ach so, aber da muss ich erstmal den Computer anmachen. Sie können auch das mit Handy machen. Und wie macht man das am Handy? Weil da habe ich das noch nicht gemacht. Okay, dann öffnen Sie Ihr Computer. Nee, dann verliere ich doch die Garantie, wenn ich meinen Computer öffne. Den Computer schaltet man doch ein. Lieber Henry, sagen Sie mir bitte ehrlich, werden Sie mit mir die Einzahlung machen, ja oder nein? Ja, aber nur, wenn ich nicht meinen Computer dazu aufmachen muss. Okay, können Sie das machen? Ja, aber ich mache nicht meinen Computer auf, ich schalte den höchstens an, aber aufschrauben tue ich da nichts. Okay, dann machen Sie es so. Ja. Also Sie haben eine E-Mail bekommen, ja, das habe ich geschickt. Sehen Sie das? Nee, noch nicht. An welche E-Mail-Adresse haben Sie das denn geschickt? Also sebastian.kake.ifein@mdzfan.de, richtig? Ja.
Ja, das ist meine E-Mail-Adresse. Da muss ich gleich mal gucken. Dann muss ich mal erstmal hier mein Internetfenster aufmachen. Ach so, okay. Machen Sie es bitte auf. So, haben Sie Ihre E-Mail geöffnet, ja? Wie meinen Sie das? Ich habe die aufgerufen, die E-Mail. Wie bitte? Ich habe das Postfach. Das Postfach habe ich aufgerufen, aber das habe ich noch nicht geöffnet. Ach so. So, aber da ist noch nichts da. Noch nichts da? Können Sie bitte auch Ihre Spam versuchen? Ja, kann es auch Spam sein, weil es ist neuer Kontakt. Na, aber im Spam kommen doch nur die Sachen an, die gefährlich sind. Also, der Spam kommt auch die Sachen, die sind also unbekannt für Sie, ja? Die neuen E-Mails bekommen Sie auch per Spam. Nee, also wenn das seriöse Firmen sind, kommt das nicht im Spam an. Nein, es kann seriös sein, nur wenn Spam bekommen Sie, also wenn bekommen Sie E-Mails vom Spam, das heißt, Sie kennen diese E-Mail nicht. Jede Handy, jedes Smartphone oder jeder Computer macht die gleiche. Wenn bekommt jeder Mensch eine unbekannte E-Mail, macht die Smartphone diese E-Mail als Spam. Und das ist ja mal kompletter Blödsinn. Nein, so funktioniert der Spam-Ordner nicht. Der Spam-Ordner, der greift auf eine globale Liste zu von gemeldeten E-Mail-Adressen. Und wenn die E-Mail-Adresse dann, im Spam oder Junk beinhaltet, dann kommt sie auf eine schwarze Liste. Und deswegen landet man im Spam-Ordner. Oder aber man hat eine Regel erstellt, weil man den Absender nicht mehr sehen will. Aus lauter Langeweile und nur weil es ein neuer Absender ist, landet er auf gar keinen Fall im Spam-Ordner. Natürlich kann das mal passieren, dass auch eine seriöse Firma in den Spam-Ordner rutscht. Tja, da man so einen Meldeprozess nicht so wirklich beeinflussen kann, da kann auch schon mal so aus Versehen so ein Angriff dafür sorgen. Also Angriff im Sinne von, man hatte irgendwie mal ein Virus auf dem Server, der Spam-E-Mails verschickt hat. Auch dann kann aus Versehen mal eine seriöse E-Mail-Adresse in einem Spam-System landen. Aber nicht einfach so. Tja, das sind halt wieder die Fehlinformationen, die man von den netten Kakerlaken am Telefon mit auf den Weg bekommt. Mehr Beratung braucht man sich da nicht erwarten von. Alles, was die sagen, ergibt eigentlich nie Sinn. Also meins nicht. Aber kann es sein, dass Sie haben auch per Spam nicht bekommen, die E-Mail-Adresse? Eine E-Mail-Adresse? Eine neue jetzt, oder wie? Wie bitte? Eine neue E-Mail-Adresse, oder was jetzt? Also auf Ihre E-Mail, haben Sie neue E-Mail bekommen, ja? Von Jeanne Elliott. Nee. Ja, haben Sie es bekommen? Nee. Okay, dann brauchen wir weiter mit WhatsApp machen, ja? Können Sie bitte Ihre Handynummer sagen? Nein. Warum nein, Herr Henry? Ja, das sage ich Ihnen nicht. So weit sind wir doch gar nicht, dass ich Ihnen meine private Handynummer gebe. Okay, es ist Ihre private Handynummer, dann ich habe E-Mail geschickt. Sie haben es bekommen. Bitte versuchen Sie es auf Ihre E-Mail. Ich guck mal nochmal. Haben Sie diese E-Mail, ja? Welche? Meine E-Mail, die ich habe schon Ihnen geschickt. Sie ist noch nicht da. Kann es nicht sein. Haben Sie alle Fenster überprüft, ja? Was habe ich überprüft? Alle Fenster vor Ihrer E-Mail, also unbekannt, Spam und so weiter. Sie meinen die Ordner, nicht die Fenster? Ja. Ja, habe ich schon geguckt. Wie heißt die E-Mail? Hallo? Ja, hören Sie mich jetzt, ja? Ja, wie heißt die E-Mail? Jeanne Elliott. Haben Sie es bekommen von meiner Kollegin, ja? Jetzt ist was gekommen, ja. Super. Sehen Sie also, ja, ich habe alle Zugangsdaten geschickt. Sehen Sie das? Nee. Und auch hier erzählt die nette Callcenter-Lady wieder, dass sie nicht seriös arbeiten. Denn das, was sie mir hier gerade erzählt hat, oder uns, ist, dass sie die E-Mail von dem Postfach ihrer Kollegin oder Mitarbeiterin oder wer auch immer verschickt hat. Tja, in seriösen Firmen ist das so, dass andere Mitarbeiter auf euer Postfach keinen Zugriff haben. Also auf andere Mitarbeiterpostfächer. Und jeder nur das Zugangspasswort von seinem eigenen Mitarbeiter-Account hat und nicht überall dran rumfummeln kann. Denn das hat auch was mit Datenschutz zu tun. Was sehen Sie? Da steht nur singen und
So. Wie bitte? Sicken in steht da. Und dann Ultima Trade. Ultima Trade, genau, ja. Klicken Sie darauf. Aha. Und dann? Haben Sie darauf geklickt? Ja. Was sehen Sie jetzt? So eine Seite. Eine Seite. Brauchen Sie jetzt sich zu einloggen, ja? Schreiben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Aber gerade haben Sie doch gesagt, Sie schicken mir die Login-Daten. Aber Sie haben mir doch bloß einen Link geschickt. Genau, Link mit Zugangsdaten. Ich habe alles geschickt. Aber da sind keine Zugangsdaten in dem Link. Ja, ich sage Ihnen, ja, brauchen Sie Ihre E-Mail zu schreiben und einmalige Passwort. Achso, aber Sie haben doch gesagt, Sie schicken mir die Zugangsdaten zu, aber... Wollen Sie es per E-Mail bekommen, verstehe ich Sie nicht. Wenn Sie wollen, ich kann es gerne machen, es ist kein Problem. Aber ich werde es Ihnen nur sagen, dass Sie können gerne Gleiches machen. Ja, aber Sie haben doch gesagt, dass Sie mir die Zugangsdaten zuschicken. Aber Sie haben mir ja nur einen Link zugeschickt und keine Zugangsdaten. Okay, gleich, ich schicke Ihnen auch Zugangsdaten, ja? Ja, haben Sie ja gesagt. Ja. Also Sie haben gesagt, dass Sie haben Mastercard und Visa-Card, ja? Ja. Mit beiden Karten haben Sie auch Online-Banking. Weiß ich nicht. Ja? Wie bitte? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Nee. Wie kann man das nicht wissen? Sie haben Online-Banking, oder nicht? Ja, was meinen Sie denn damit? Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Sie sind... Was meinen Sie denn damit? Ja, ich meine, mit Ihrem Mastercard oder mit Visa-Card sollen Sie auch Online-Banking haben, oder? Na, Online-Banking mache ich doch mit meiner Bank. Ja, Online-Banking-Applikation bekommen Sie vom Bank und machen Sie alles online, ja? Ja. Gut, okay, ich habe auch Zugangsdaten E-Mail geschickt. Haben Sie Zugangsdaten auch bekommen? Nee, ist noch nichts da. Wahrscheinlich bei Ihnen gibt es Verbindungsprobleme, ja? Aktualisieren Sie bitte die Seite. Haben Sie es schon bekommen, ja? Nee, ist noch nicht da. Okay, ich habe alles geschickt, aber ich kann auch diktieren und Sie können es gerne schreiben. Lieber Herr, jetzt sage ich das Ganze mündlich, Sie werden das mündlich machen, okay? Was? Wie? Okay, jetzt öffnen Sie das Link, das ich Ihnen schon geschickt habe. Ach, das andere, ja, muss ich mal suchen. Ultima Trade. Und denn? Denn, was sehen Sie? Öffnen Sie das Link. Sie meinen, ich soll den anklicken? Genau. Ja. Sie benutzen aber auch echt komplizierte Wörter. Das ist gar kein hier gibt es nichts Komplizierbares. Jetzt werde ich Ihnen helfen von meiner Seite, okay? Sie werden solche Links nicht öffnen. Wollen Sie mit Visa oder mit Mastercard die Transaktion tätigen? Das ist mir egal. Es ist egal. Jetzt sagen Sie mir Visa oder Mastercard bezahlen. Die visuelle zwei Seiten, wo die Nummer stehen, okay? Zum Beispiel Mastercard fängt mit 5 an, Visa-Karte fängt mit 4 an. Jetzt sagen Sie mir Visa oder Mastercard bezahlen. Was ist denn da besser? Mastercard natürlich. Und wo haben Sie zum Beispiel 500 Euro? In der Visa-Karte oder Master? Na, bei gar keiner. Das sind doch Kreditkarten. Da habe ich kein Geld. Das wird doch dann abgebucht. Und wie können Sie überhaupt Transaktionen tätigen ohne Geld, lieber Herr? Na, weil das Kredit ist. Mit Kredit macht man doch Minus.
Okay, haben Sie PayPal oder Girokonto mit Online-Banking? Ja, sowas habe ich auch, aber das dauert und, ja dann länger. Und dort haben Sie 500 oder 250 Euro? Auf meinem Konto, ja. Da habe ich 10 Milliarden Euro. Was haben Sie dort? Wie viel haben Sie dort? 10 Milliarden. Milliarden? Ja. Seien Sie bitte ein bisschen seriöser, ja, lieber Herr Henry? Wieso sind Sie nicht seriös? Warum sind Sie nicht seriös? Ich dachte, Sie sind seriös und ich kann bei Ihnen Geld einzahlen. Und jetzt sagen Sie, Sie sind nicht seriös? Wieso sind genau. Sie denn nicht seriös? Wie kann man im Girokonto Milliarden haben, sagen Sie mir? Na, indem man Geld verdienen geht. Okay. Jetzt sollen Sie eine Applikation installieren und mit Hilfe dieser Applikation werden wir dann auch schon mit Girokonto und Online-Banking die Transaktion tätigen, okay? Was denn für eine Applikation? Was ist denn das? Öffnen Sie ja Ihr Handy. Das ist iPhone oder Android? Ein was? Ist Ihr Handy iPhone oder Android? iOS oder Android? Ein was? Hallo? Ja, ein was? Was für Handy benutzen Sie? Da habe ich so ein Seagate. Okay, öffnen Sie Google Play oder Play Store. Was ist denn das schon wieder? Hallo? Ja, was ist denn das? Okay, jetzt überweisen Sie 500 oder 250 Euro zu Ihrer Master- oder Visa-Karte vom Girokonto Online-Banking, okay? Nee, das geht ja nicht. Das ist ja eine Kreditkarte. Da kann ich kein Geld drauf überweisen. Das bucht ja automatisch ab. Wer hat so gesagt? Ja, so ist das mit meiner Kreditkarte. Da kann ich kein Geld drauf überweisen. Und warum benutzen Sie überhaupt Kreditkarten? Na, sagt ja das Wort Kredite, weil ich das Geld leihe. Jetzt sagen Sie mir die Details von Mastercard. 5, danach was? Was ist mit der Mastercard? Machen wir Reservierung. Eine Reservierung? Ich will ja nichts reservieren. Liebe Herr, werden wir zuerst mit Mastercard probieren, danach werden wir schon das mit Girokonto und Online-Banking schaffen, okay? Wir brauchen auch sicher werden, dass Sie wirklich seriös sind und wirklich mit uns arbeiten wollen. Ja, aber Sie haben ja schon gesagt, dass Sie nicht seriös sind. Und was? Ja, Sie haben doch gesagt, dass Sie nicht seriös sind. Haben Sie doch genau, vorhin gesagt. Genau, das habe ich gesagt. Ja. Das verstehe ich von Ihrer Stimme. Aber das... Wie kann man zwei Kreditkarten haben und gar kein Geld drauf haben? Na, aber man hat auf einer Kreditkarte kein Geld. Auf einer Kreditkarte, das ist ja ein Minuskonto, da geht man doch grundsätzlich ins Minus. Da kann man doch kein Geld drauf haben. Man hat auf einem Girokonto Geld, aber nicht auf einer Kreditkarte. Kredit heißt ja Kredit, ich leihe Geld. Kredit bedeutet immer Minus, Minusgeschäft. Ich muss Zinsen dafür zahlen, dass ich ins Minus gehe. Okay. Jetzt installieren Sie in Ihrem Computer, Laptop oder Handy die Applikation, die ich gleich sagen werde, okay? Nee. Was nicht? Ich installiere doch jetzt nicht irgendein Programm. Und wie können Sie die Einzahlung machen? Ja, da brauche ich doch kein Programm dazu. Sie brauchen es. Wenn man mit Girokonto Online-Banking die Einzahlung tätigen will, dann braucht man unbedingt die Applikation installieren. Nee, da habe ich doch den Online-Zugriff über den Internetfenster. Nein, natürlich. Wir werden nur Ihren Bildschirm sehen, okay? Wieso wollen Sie meinen Bildschirm sehen? Das verstehe ich nicht. Hallo? Warum wollen Sie denn meinen Bildschirm angucken? Damit ich Ihnen richtig helfen kann. Verstehen Sie das nicht? Ja, aber bei YouTube sagt immer einer, wenn man sowas will, dann sind es Betrüger. Okay, haben Sie gar kein Geld in Ihrer Visa oder Masterkarte? Kein Problem. Aber jetzt werden wir etwas probieren. Sagen Sie mir die Details von Ihrer Kreditkarte. Was für Zahlen? Jetzt nehmen Sie Ihr Masterkarte. Ja. Haben Sie schon das? Nee, muss ich erst holen. Dann holen Sie es. Oh, haben Sie gepupst? Das stinkt hier. Was? Haben Sie gepupst? Das stinkt hier.
Ja, und was? Ja, habe ich mir gedacht. So, was für eine Karte sollte ich holen? Egal, Master oder Visa. Eine Master oder eine Visa? Ich gucke mal. Master. Die Master, ja, da muss ich mal gucken, Mann. So, dann muss ich hier mal in dem anderen Portemonnaie gucken. Irgendwo hatte ich so eine. So. Ach so, nee, die Masterkarte wollten Sie, ja? Jetzt habe ich die Visa-Karte hier. Bitte wiederholen Sie es nochmal. Ich sagte, ich hatte jetzt die Visa-Karte, aber Sie wollen ja die Masterkarte. Egal, kann auch Visa sein. Sagen Sie mir, diktieren Sie mir die Zahlen. Ach so, jetzt habe ich die wieder weggebracht. Tja, und dann hat unsere nette Intelligenzbestie einfach wieder aufgelegt. So wie man das eben auch gewohnt ist von solchen Callcentern. Tja, es hat ihr dann wohl wieder zu lange gedauert mit den letzten paar Zahlen hier von der Kreditkartennummer. Tja, so kann das halt auch nichts werden. Schaut gerne mal nochmal in die Playlist rein, die seht ihr jetzt. Da gibt's noch mehr Unterhaltung. Bis zum nächsten Video. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.